Leute von Stevens haben das Dorf der Cheyenne zerstört. Während des anschließenden Kriegsrates der Stämme erfährt Winnetou, dass alter Bär, der wie ein Vater zu ihm war, lebt und wegen Mordes angeklagt werden soll. Bevor er ihm zu Hilfe eilt, will Winnetou Tashunku befreien, der den Mörder seiner Braut Winona getötet hat und jetzt von den Weißen gefangen gehalten wird. Die Cheyennes, die das Massaker überlebt haben, sinnen auf Rache. Archie? Ja, Sir? Dass er den Burschen nicht aus den Augen lässt, verstanden? Jawohl, Sir. Pass gut auf. In Ordnung. Mr. Fowler, kommen Sie doch mal runter. Ihre Rothäute haben Sie aufs Kreuz gelegt. Sie haben sie überlistet. Was heißt überlistet? Mein Angebot war akzeptabel. Ich würde sogar sagen, großzügig. Sie werden schon kommen. Oder haben Sie einen Beweis für das Gegenteil, Stevens? Das kann man wohl sagen. Kommen Sie runter, ich möchte Ihnen was zeigen. Sie haben sich eingebildet, Sie könnten mit den Cheyennes ein Geschäft machen, nicht wahr? Haben Ihre Leute das Dorf der Rothäute zerstört oder nicht? Ja. Und der Häuptling, der mit Ihnen gesprochen hat, war ein Mescalero. Wissen Sie das? Nein. Und dieser Häuptling hat Ihnen gesagt, dass Ihre Geisel ein Comanche ist. Können Sie mir folgen? Nein. Jetzt sehen Sie mal, was Vic gefunden hat. In der Nähe des Cheyenne-Dorfes. Das hier ist ein Fall des Chiricahuas. Haben Sie von denen schon mal gehört? Ja, das ist doch Cochises Stamm, nicht wahr? Unsere schlimmsten Feinde. Und hier diese Messerscheide ist Zuarbeit. Geht Ihnen jetzt ein Licht auf? Aber das ist noch nicht alles. Wissen Sie, wo Vic die Sachen gefunden hat? Neben dem Zelt eines Medizinmannes, das kürzlich benutzt wurde. Sie haben dort wahrscheinlich Kriegsrat gehalten. Ich nehme an, gestern, Fowler. Das kann ja nur eins bedeuten. Die Vorbereitung zu einem allgemeinen Aufstand. Und das wäre für uns eine Katastrophe. Das wäre keine Katastrophe. Das bedeutet Krieg. Ich fühle mich bereits 10 Jahre jünger. Kommen Sie! Als ich bei der Kansas Pacific war, hatten wir den gleichen Ärger mit den Cheyennes. Sie weigerten sich, ihr Land zu verkaufen und schlossen ein Bündnis mit den Sioux unter Red Cloud. Sie wollten uns überraschen. Aber da hatten sie sich verrechnet. Wir empfingen sie mit unseren neuen Springfield-Gewehren. Sie haben sich vielleicht gewundert. Das war ein Fest. Hör auf zu rauchen, du Idiot! Ja, Sir! Willst du, dass hier alles in die Luft fliegt? Robinson! Ja, Sir! Lass dieses Rindvieh ablösen und ruf unsere Leute zusammen! Heute Nacht wird unser Camp wie ein Fort aussehen, Fowler. Komm näher, Winnetou. Du siehst aus, als ob du Sorgen hättest. Tunka Sheela, kannst du die Zukunft voraussagen? Was hat ein alter Mann davon, wenn er weiß, was morgen sein wird? Früher bin ich oft hierher gekommen, um Kraft bei den Geistern unserer verstorbenen Ahnen zu suchen. Auch heute sitze ich noch oft hier und wir führen miteinander lange Gespräche. Du wirst deinen jungen Bruder retten. Haben Sie das gesagt? Ich werde niemals den köstlichen Duft des heiligen Salbei vergessen, der unter der Wüstensonne blüht. Das Knirschen der Schritte auf der vereisten Erde, wenn sie ihre Geistermaske aufsetzt. Den Flug und das Geschrei der Kraniche und den Ruf der jagenden Uhus in der Stille der Nacht. Tunka Sheela, dein Stamm muss die heiligen Berge für immer verlassen. Ja, Winnetou, ich bin zum letzten Mal hier. Es wird ein langer Weg sein. Deiner auch, mein Sohn. Und ein schwerer Weg. Geh und rette alter Bär. Das ist der gerade Weg des Herzens und der Vernunft. Amen.
Amen. Ich bin Soldat. Und aus der Sicht des Soldaten beurteile ich die Menschen. Der Mann, der hier seine ewige Ruhe gefunden hat, war ein Held im Kampf für die Zivilisation gegen die Barbarei. Ihr kanntet diesen Mann. Er war ein guter, anständiger Kamerad. Er war fröhlich und hilfsbereit. Er war beliebt bei jedermann. Und dann hat man ihn brutal und feige ermordet. Aber wir werden dich rächen. Hast du das gehört? Wir werden ihn rächen, verfluchte Rothaut. Sullivan, wir vergessen dich nicht. Und nun wird Mr. Fowler im Namen der Gesellschaft noch ein paar Worte sagen. Was soll das? Sind Sie verrückt? Warum soll ich mich hier allein so albern aufführen? Was bleibt mir noch zu sagen übrig nach diesen bewegenden Worten von Colonel Stevens? Sullivan hat sein Leben für die Gesellschaft gelassen. Und in Ihrem Namen gebe ich ein Versprechen ab. Vor Ihnen, Colonel Stevens, und vor euch allen. Hiermit verspreche ich, dass wir nach seinem Namen, Sullivan, eine Station benennen werden. Er soll im Gedächtnis der Nachwelt weiterleben. Der Name der Station wird sein Sullivan Junction. Ich schaufel das Grab zu. Du hilfst dir. Du bleibst auch hier und hilfst. Ja, Sir. Bravo. Es war wirklich ergreifend. Schwein. Die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass die Bleichgesichter auch noch das zerstören, was von unserem Dorf übrig ist, ist, sie alle umzubringen. Ja. Diese Nacht greifen wir an. Ja. Winnetou darf nichts erfahren. Ich habe in ehrlichem Zweikampf gegen Tashunko gekämpft. Seit der Zeit ist Tashunko mein Bruder. Du kannst mir deine Befehle geben. Ich gehorche. Aber störe Winnetous Pläne nicht. Wir warten mit dem Angriff, bis der Comanche frei ist. Wenn es gelingt. Es wird gelingen. Mein Blut ist über den Leichnam von Ihaka Pa geflossen. Ich weiß es. Du darfst mit uns kommen. Und jetzt ruf die Jungen zusammen. Sie sind noch sehr jung. Im Alter von 12 Jahren habe ich das erste Bleichgesicht getötet. Er hatte meine Mutter beleidigt. Ich verfolgte ihn 5 Tage und 5 Nächte. Als er sich von seinem Lager entfernte, schnitt ich ihm die Kehle durch. Willst du wirklich allein gehen? Ja, kleiner Wolf. Aber vielleicht könntest du jemand brauchen, der auf die Pferde aufpasst. Nein. Stimmt es, dass wir diese Nacht das Dorf verlassen müssen? Ja. Sobald Tashunko frei ist, werden die Weißen hier wieder auftauchen. Ihr müsst euch in den Bergen in Sicherheit bringen. Und wohin gehen wir dann? Chihuahua wird euch zu seinem Stamm mitnehmen. Nein. Ich möchte die Erde, wo Wolfszahn und Winona ruhen, nicht verlassen.
Kleiner Wolf lebt noch. Und deine zweite Tochter auch. Du musst gehen. Die Toten bleiben in deinem Herzen. Fowler, es ist besser, wenn sie jetzt aufbrechen. Wenn Vic dabei ist, sind sie sicher. Er ist wie ich. Er riecht einen Indianer auf 100 Meter. Na, wie sieht es aus? Ist irgendwas zu sehen? Nein, nichts. Nur zwei Rothäute, aber die waren weit weg. Gut. So, Vic, du bringst Mr. Fowler zur Station. Aber komm sofort zurück. Und ihr zwei, wenn er sich besaufen will, schlagt ihn zusammen, klar? Also dann, gute Fahrt, Mr. Fowler. Und bitte vergessen Sie meinen Brief nicht. Darauf können Sie sich verlassen. Ich werde mir sogar die Zeit nehmen, ihn persönlich bei Ihrer Frau abzugeben. Vielen Dank. Also dann, fahrt los. Idiot. Sobald wir den Wilden gehängt haben, machen wir endgültig Schluss mit diesem Indianerdorf. Komm. Werden wir uns vorläufig verstecken. Und auf die Nacht warten? Nein, auf das Ende der Nacht. Gegen morgen werden die Wachen meistens müde, dann ist es leichter für uns. Warum hast du deinen Donnerstock nicht mit? Der nützt nicht viel. Ein Gewehr gegen 50. Außerdem würden nur alle aufwachen. Um Tashunko ohne Lärm zu befreien, genügt das hier. Die anderen wollten dir helfen. Nein. Denen geht es nur ums Kämpfen. Was aus den Leuten im Dorf wird, ist ihnen gleichgültig. Komm! Glauben Sie, dass die Rothäute im Dorf es zulassen würden, dass der Comanche gehängt wird? Meiner Meinung nach ja. Ich bin müde. Ich gehe schlafen. Du warst besser als ich. Hör auf mit dem Theater! Sonst kriegst du einen Tritt in den Hintern! Gut, Robinson. Bedanken Sie sich bei dem Tomahawk. Durch ihn sind Sie befördert worden. Jetzt sind Sie Fuhrmann. Das ist doch ganz angenehm. Ja, Pech für Sullivan, aber... Dafür dürfen Sie morgen auch dem Comanchen den Strick um den Hals legen, sozusagen als Dank. Ja. Haben Sie nicht Wache? Ja, Sir. Was willst du hier, Tunkashila? Bevor ihr in den Kampf zieht, müsst ihr die Riten einhalten. Mein Herz ist mit dem nicht einverstanden, was ihr vorhabt. Aber trotzdem will ich nicht, dass ihr geht, ohne dass ihr vorher den großen Geist anruft. Es ist gut, dass du gekommen bist. Ich habe den duftenden Salbei für euch gepflückt. Ich komme hierher auf Befehl derer, die in der Welt der Geister leben. Eine Frau hat hier nichts verloren. Geh weg! Du kannst hier nicht bleiben, Frau. Du zerstörst den Zauber. Jetzt könnt ihr mich zurückweisen. Aber in dieser Nacht wird mein Bogen Rache nehmen für Hehakapa. Geh!
Ich halte das Rot. Die Farbe der Kraft und der Zauberei. Und des Blutes. Weiß, schwarz, rot. Der Tag, die Nacht und das Blut. Die drei Farben, die uns unsere heilige Mutter die Erde gegeben hat. Wenn du dich mit ihnen bemalst, sind es die Farben des Krieges. Durch sie erkennt man die Taten, die ihr Träger vollbracht hat. Ich habe Mann gegen Mann einen Feind getötet. Frage, weil ich dann im Bett liege. Was war hier eben los? Nichts. Die Dresine ist zurückgekommen. In Ordnung. Pass weiter auf. Bist du schon wieder zurück, Vic? Wie war's denn? Ach, lass mich in Ruhe. Die beiden Mistkerle haben mich nicht mal ein Bier trinken lassen. Ach, reg dich nicht auf. Morgen gehen wir wieder zu Sam Hawkins. Zu Sam Hawkins? Ja. Wozu? Um einen zu heben. Sam Hawkins ist übergeschnappt. Der macht keinen Whisky mehr. Das hat mir noch gefehlt. Was ist denn mit der Dresine los? Das Ding ist plötzlich losgerollt. Verdammte Schweinerei. Wie war denn das möglich? Vic, dieser Idiot hat vergessen, die Bremse anzuziehen. Billy, komm her, fass mal an. Thank you.
Zimmer, Archie. Da rennt ja ein Pferd rum. Das gibt's doch nicht. Das Tor zum Kral ist zu. Red nicht, sieh mal nach. Du wartest hier. Gut, in Ordnung. Whisky ist ebenso kostbar wie Schießpulver. Ja, ja. Verflucht. Jetzt werde ich verrückt. Was für ein dummes Schwein hat denn hier das Gatter aufgelassen? Ja, nichts, Winnetou, sagst. Nein, nein! Winnetou hat ihn befreit. Der große Geist hat ihn beschützt. Ich laufe zu den Pferden. Ihr übernehmt den Wachturm. Ihr bleibt hier. Ich schleiche zu dem Zelt des Anführers. Winnetou! Winnetou! Ist er tot? Nein, aber er kann nicht reiten. Hilf mir! Ich setze mich hinter ihn und stütze ihn. Er ist gefesselt. Mit ihm. Winnetou hat ihn niedergeschlagen, ich habe ihn getötet. Binde die Pferde los. Irgendetwas Neues? Nein, Sir. Nur ein Pferd war ausgebrochen. Nehmen Sie sich ein Glas. Danke, Sir. Jetzt trinken wir erst mal ein. Wir haben es verdient. Die Nacht ist lang. Hinweg. Mit den Pferden stimmt was nicht. Was haben bloß diese verdammten Gäule? Geben Sie mir meinen Rock und mein Gewehr, dann sehen wir mal nach, was los ist. Augenblick, Colonel. Hey, Archie, wo bist du? Hey, du, was machst du da? Deine Leute das Lager überfallen? Ja. Du hast es gewusst. Ich durfte es dir nicht sagen, Winnetou. Sie konnten nicht warten. Diese Narren. Kommt, ich kann nur hoffen, dass die anderen im Dorf auf mich gehört haben.